willkommen Leute zu einer weiteren Part von Pokémon Smaragd Randomizer Hardcore Nuzlocke. Im letzten Part haben wir ein paar Pokémon gefangen. Megani ist leider gestorben, aber wir haben zwei neue Teammitglieder im Team. Nämlich als erstes Herzfeuer. Die Fähigkeit Scherenmacht ist jetzt nicht so nice. Das Wesen auch nicht so, aber wenn es sich entwickelt, ändert sich zum Glück die Fähigkeit. Victory ist wahrscheinlich der MVP bis jetzt. Es hat ja die Fähigkeit. So, haben wir überhaupt ein Item für das Pokémon? Nein. Es hat ja die Fähigkeit Dürre, das heißt, die Sonne kann es aufsetzen und sobald Herzfeuer Flammenwurf verlieren hat, haben wir eine gute Kombi. Gut. Herzfeuer zu trainieren war wirklich sehr, sehr schwer. Aber wir wollen natürlich auch hier rein in die Safari-Zone. Bei der Safari-Zone gibt es ja gewisse Regeln, könnte man sagen. Und okay, wir brauchen zuerst so eine Poké-Regelbox. Aber es gibt ja gewisse Regeln, wie man es macht bei der Safari-Zone. Nur ein Pokémon für die ganze Safari-Zone oder pro Ebene, könnte man sagen. So, wir kämpfen gegen ein Sandama und Forstelka, okay. Klut gegen Forstelka und wir wechseln hier raus in Staurain. Sandama dürfte uns ja nicht one-shotten. Ich denke, es kann höchstens Schaufler, oder? Schlitzer-Crit, okay, da wechseln wir safe raus in Bert und drücken hier Surfer. Obwohl Surfer jetzt nicht so stark ist wie Dürre natürlich. Aber es ist ein Volltreffer. Und somit ist es down. Sehr schön. Gut. Hier haben wir unseren Encounter-Fuck vergeigt. Glück sei perfekt. Das können wir sogar Diktre geben. Es ist nur auf Level 30. Dann passt das schon. Gluthexe zu rennen ist gerade wirklich blöd. Es kann nur Stärke und Glut. Aber es erlernt ja bald Flammenwurf. Das ist sehr wichtig. Und es entwickelt sich auch bald. So. Safkon und Chansey. Glut und Schaufler gegen Chansey. So, Fritzeblitz. Weiter Glut gegen Fritzeblitz. Schaufler killt das Chansey, das ist sehr gut. Level 31, okay. Glut-Text kommt rein. Und Glut killt das Fritzeblitz. Gut. Stärke gegen Chansey und Schaufler gegen Glutexo. Oh, das Chansey bekommt wirklich sehr viel Schaden. So, die letzten Pokémon sind Schaloko. Und da können wir Schaufler einfach mal benutzen. Glut und weg. Sehr schön, dann hätten wir diesen Kampf problemlos gewonnen. Grünstück. Die Stücke bringen sich ja in diesem Spiel etwas, dass man die Steine bekommt. Crowdon auf 29. Vielleicht hat das Brotzer schon. So, uns ist konnte Grimasse, Brotzer, Schlitz und Antikraft. Gehen wir in Staurain. Ja. Dürre ist leider draußen, aber ja. Wir haben Aurora-Strahl. Wie viel macht der Antikraft? 40 KP nur. Sind wir vielleicht sogar schneller? Nein. Grimasse. Das ist aber vollkommen in Ordnung. Wie viel macht Aurora-Strahl? Step plus sehr effektiv. Uiuiuiui. Solange kein Crit kommt, Lehmschuss ist mir vollkommen recht. Oder auch nicht, weil es ein Volltreffer ist. Aber das Pokémon ist down, sehr schön. Na, schon das dritte Crowdon. Man merkt, in den letzten Parts begegnen mir mehr Legis und können auch mehr Legis fangen. Holzkohle. Das perfekte Item für Herzfeuer. Dann braucht es den Seidenschal nicht mehr. Sehr schön, das war wichtig. Besonders mit Diktre und Dürre. Gut, Ariados, nein. So, welche Pokémon hast du? Alabis. Da gehen wir jetzt mal einfach mal in Tina. Und drück. Temposchub hat das, lol. Kannst du gerne Grimasse drücken. So, viele Enden reicht aus, um es zu besiegen. Gut.
so. Hier gibt es ein paar versteckte Items. Gramobeere, okay, die brauche ich nicht. So. Und ein Top-Ether, gut. Das ist auch wieder ein Doppelkampf, den will ich auf jeden Fall machen. Okay, wir sind gerannt, das ist ein Doppelkampf hier. Sehr schön. Und sie haben Owei und Tangela. So, Glut gegen Owei und mit Dietri müssen wir rauswechseln und wir gehen in Ariados. Owei ist down, sehr schön. Illumisee, Glut und Kopfnuss gegen dich. Kirlia. Oh, Schmeichel, da müssen wir ein bisschen aufpassen nun. So, Glut und Kopfnuss. Sehr schön. Gar kein Problem. Sehr gut. Gut. Dann können wir gegen unseren Rivalen auch schon gleich kämpfen. Denn hier gibt es ein paar TMs, die wir kaufen können. Und die wollen wir natürlich auch gleich sehen. So. Oh mein Gott. Suicune lead mit Nieseln. Oh mein Gott. Oh, der Kampf wird spannend. Dem müssen wir gleich in Staurain gehen. Ja, ich denke schon. Staurain ist jetzt unser bulkigstes Pokémon. Blubstrahl macht 0 Schaden. Hat 20 KP. Und wir gehen auf Body Slam einfach. Silberblick ist mir recht. Okay. Windstoß. Wie viel macht die Attacke? 17 KP Schaden. Lunastein. Da gehen wir auf Surfer. Step. Ja, Steinwurf werden wir tanken. Ganz knapp. Ich habe Lunastein unterschätzt. Okay. Staurain gut gemacht. Suicune kommt zurück. Da wechseln wir es raus und gehen in Ariados rein. Und gehen einfach mal auf Nachtnebel. Reicht die Attacke aus? Nein. Blubstrahl tanken wir ganz knapp. So, hat ein Item? Nein. Suicune ist down. Sehr schön. Das nächste Pokémon ist Donphan. Da bleiben wir einfach mal drinnen. Okay, Einigler passt auch. Wir bekommen ja immer HP dazu, dank Überreste. Also kann er ruhig Einigler drücken. Dreimal Einigler, okay, er choke gerade. Skorgler können wir auch mit Ariados besiegen, das passt. Sehr schön. Gut. Ariados ist dank Nachtnebel einfach mal stärker. Das ist sehr nice. Stellt euch vor, wir hätten Ariados nicht. Dann hätten wir Crowdon im Team vielleicht. So, gewinnen wir die Pokémon-Lotterie. Bitte ziehen los. Die Nummer 50208 und passt sie? Tut mir leid, keine Nummer stimmt ein. Dafür haben wir vielleicht bei den TMs besser Glück. Kauf mir noch ein paar Supertränke, gut. So, sind das die TMs? Nein. Hyperbälle haben wir auch genug. Wie gesagt, normalerweise kann man hier Feuersturm, Blizzards, Donner kaufen, Hyperstrahl. Die sind aber gerandomized. Schutzschild natürlich auch. So. Verschießt sternförmige Strahlen. Sternschau, können wir auch so sehen. Hornattacke. Sternschau kaufen wir einfach mal. Hornattacke auch einmal. Aufbereitung, nein. Furenschlag kaufen wir auch einmal. Keine guten TMs. So. Sonnentag, nein. Bezirzer, nein. Zahltag, nein. Delegator, ja, kaufen wir zweimal. Delegator ist vielleicht nicht mal so nützlich, aber okay. Hier gibt es leider keine guten TMs, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Aber können wir verkraften. Dies können wir auf jeden Fall tun. So, und wo gibt es hier die Pokémon-Regel-Box? Die Dame an der Rezeption, okay. So, Pokeregelbox. Das heißt, wir können jetzt nun ein paar Encounter fangen. In Seagrassol City können wir angeln zumindest. Wenn man den richtigen Weg geht. Ich kann mich erinnern, in Seagrassol City gibt es normalerweise Sternu.
ein beliebtes Pokémon und der gibt dann jeden Tag Beeren. Zitrusbeere, okay. Und ich habe hier so Sterno gefangen und trainiert. Und hier gibt es auch ein paar TMs, glaube ich. Und hier gibt es ein Item, gut zu wissen. Eine Tronzibeere, okay. So, Segrasol City. Welches Pokémon bekommen wir? Oder wenn wir hier rausgehen, haben wir Segrasol City, ja. So, welches Pokémon bekommen wir in Segrasol City? Schneckmark ist Dupes, denn wir haben ja die Entwicklung schon. Also können wir hier ein anderes Pokémon fangen. Schneckmark ist Dupes, vielleicht müssen wir hier angeln. Mantax. Das Pokémon ist cool, muss ich sagen. Das Pokémon ist richtig cool, denn wie oft benutzt man so einen Mantax? Giftstachel noch, Poison und jetzt sollst du hoffentlich im Ball drinnen bleiben. Hyperball, bitte bleib drin, Mantax. Wir haben schon sehr viele Wasser-Pokémon. Aber ich glaube, die meisten Pokémon gibt es auch vom Typ Wasser. Mantax. Ja, will ich auf jeden Fall benutzen. Aber Suicune hat natürlich verlangt. So, Aqua-Versteck. Gibt es hier Pokémon? Zumindest können wir hier welche angeln. Profi-Angel. Gibt es hier Pokémon? Ich bin mir jetzt nicht mal so sicher, ob es hier wirklich Wasser-Pokémon oder beziehungsweise Pokémon überhaupt gibt. Wohl dafür gibt es statische Counter von Elektroball. Das gleicht es auch irgendwie wieder aus. Gut. Dann haben wir leider kein Pokémon in Segrasol, also kein Pokémon in dem Versteck erhalten, aber das passt auch. So, fahren wir mit dem Fahrrad. Plus Speeder sind wir sehr schnell. So, Perle haben wir gefunden. Gut, ja. Nun geht es mal auf in die Safari-Zone. Irgendwie glaube ich, dass das ein wichtiges Gebäude war, wenn ich mich richtig erinnern kann. Irgendwas bekommt man hier. Oder nein. Ja, es gibt hier so viele Wasserrouten, so viele Counter auch wieder. Gut, Team Aqua können wir auch aufhalten. So, ich denke ehrlich gesagt, dass wir jetzt ein bisschen schon overlevelt sind. Deshalb habe ich ja Diktri und Klutex nur auf Level 30 trainiert. Das war ein Grund zumindest. Und die Frage ist, müssen wir überhaupt alle Trainer machen? Zur Pokémon-Liga bestimmt. So, Safari-Zone. Und das Pokémon, was wir hier in dieser Ebene halten, ist ein Tohaido. So. Ich werde versuchen, auf jeder Ebene ein Pokémon zu fangen. Man sieht es ja, wir haben hier kein Pokémon bekommen. So. Oder wann kann man sagen, beginnt eine neue Ebene? Safari-Zone. Okay, wenn es Safari-Zone zeigt, ist das eine neue Ebene. Gut. So, dann fangen wir hier noch ein Pokémon. Oder hier gibt es auf jeden Fall auch noch ein paar Routen. So. Und das Pokémon ist Volbeat. Ja. Volbeat, yay. Nein, danke. Ja, dann lassen wir es mit der Safari-Zone. Die Brabber wäre Tubes. Passt schon. Ich brauche keine weiteren Pokémon. Lol, es gibt hier sogar Skarmo im normalen Spiel auch. Ja, wir waren jetzt in der Safari-Zone. Yay. Volbeat. Yay. Meine Begeisterung. Ich würde es ja sogar benutzen. Wären wir noch im Anfang des Spiels. Ich benutze erst immer noch Ariados, weil es noch nicht down ist. Weil es noch nicht gestorben ist. So. Welches am niedrigsten vom Level her? Herzfeuer. Gut. So, dann heilen wir das Pokémon noch schnell hoch. Ich will so schnell, dass es ein Glurak wird. So schnell wie möglich. Pyroberg, hier gibt es leider keinen Encounter mehr. Den hatten wir schon. War Medity, glaube ich. Gibt es sogar ein Originalspiel. Und Meditalis sogar, lol. Okay, witzig. TM 06 Seer. Ja.
Ich freue mich sehr, yay. Sehr ist die beste TM, die es gibt, oder Leute? Natürlich. So, okay, das sind keine Doppelkämpfe, schade. Xerox hat, okay, hat Feuerfinger. Gut, dann müssen wir rauswechseln in Ariados. Denn wir haben ja Nachtnebel. Gut, dann hätten wir diese Xerox besiegt. Sehr schön. Gut. Ja, Xerox mit Feuerfinger ist schon OP. Phenontor Glut. Stärke. Okay, der ist schneller. Dann wechseln wir raus in Storrain. Muss ich ein bisschen aufpassen. Eissturm ist schon eine Bitch manchmal. Gut. Gut, dann haben wir jetzt noch einen Doppelkampf. Haben wir wieder legendäre Pokémon als Gegner. Plubella und Kokobai. Gut. Glutexo, Glut gegen Plubella und wir wechseln dich raus in Tina. Glut reicht nicht aus. Lockduft, lol. Gut, Stärke gegen Plubella und Vielender gegen Kokobai. Brutalander. Und Kokobai ist auch down. Machomai. Auf Level 30 beide, okay. Bleibe ich hier drinnen? Nein, mit Glutexo bleibe ich nicht drinnen. Da gehe ich im Bett raus und Stahlflügel gegen Machomai. Ich denke, Brutalander auf Level 30 ist jetzt nicht so eine große Bedrohung. Kopflos macht okay einen Schaden. So, jetzt haben wir Normaltypen. Wenn Machomai jetzt eine Kampfattacke gegen Ariados benutzt, ist es down. Das wäre nicht gut. Gesicht, okay. So. Nachtnebel und Ruckzucki gegen Machomai. Sehr schön. Gut. So. Nachtnebel und Stahlflügel. Feuerfänger auf Xerox. Richtig cool, wie gesagt. Stahlflügel geht daneben. Was macht es? Kopflos? Okay, gegen Xerox. Das passt. Sehr schön, dann haben wir diesen Kampf gewonnen. Jetzt drehen wir noch mit dieser Person. Gut, jetzt haben wir etwas erhalten. Hier gibt es ja noch ein paar Items, glaube ich. Egal. Können wir mit Schaufler raus? Nein. Was bringt sich Schaufler dann wirklich? Muss ich schon sagen. Aber den Nebel, das muss ich schon sagen, der ist cool. Der ist richtig cool, finde ich. Das gibt ihnen so ein richtiges Feeling. So, perfekt. Dann gehen wir mal raus. Sobald wir fliegen können, passt das. So, es gibt hier theoretisch hier auf dem Pyroberg noch ein paar Trainer. Die werden wir auch machen, denke ich mal. Ein paar. Gut. So, Simsala und Flunkiefer. Glut gegen dich und Schaufler gegen Simsala. Sehr okay. Glut killt das Flunkiefer, sehr schön. Und Stärke und Schaufler, sehr schön. Hätten wir diesen Kampf geschafft. Gut. Amaldo. Da gehe ich in Tina raus. Und Stahlflügel reicht aus, sehr schön. Level 35 schon. So, alle Trainer habe ich eigentlich nicht vor, aber es gibt hier noch eine TM. Ho-Oh mit Dürre. Also, nimm die Dürre für Ho-Oh aufgesetzt. So. Und Sandsturm kommt von Ho-Oh, glaube ich. Sehr schön. Gut, dass wir schneller sind. So, wir gehen in Storrain raus und hier drücke ich sogar... Oder haben wir einen Flug-Pokémon? Nein, aber wir können... Glurak mit Dick drin, Doppelkampf kombinieren, wie cool ist das? Und Schaufler gegen Nidoqueen. Doppelkick funktioniert nicht, perfekt. Surfer. So, wie viel macht Schaufler gegen Nidoqueen? Sehr schön. Haben die noch ein Pokémon? Nein, Bodyguard.
Surfer nochmal und Schaufler. Dann hätten wir diesen Kampf auch Flammenwurf. Endlich. Gegen Glut. So, jetzt ist Glut endlich stark. Und wir haben Sonnenbonbon. Das werde ich sogar benutzen. Denn ich will den Glurak in diesem Part noch. Und was macht die? Heilt sie unsere Pokémon? Nein. So, das ist auch ein Doppelkampf, den will ich machen. 6 Pokémon. Schlurp und Rabaut. Jetzt können wir so oft Flammenwurf spammen, wie wir wollen. Gegen Schlurp und Schaufler gegen Rabaut. Reicht Flammenwurf aus? Delicious. Sehr schön. Felino kommt rein. So, Flammenwurf gegen Rabaut. Oder wollte das nächste Pokémon reinkommen? Groudon. Das ist wichtig. Und warum sehen wir jetzt so oft Groudon? Es überlebt die Attacke, aber es ist jetzt nicht schnell. So, Flammenwurf und Schaufler gegen Felino. Sehr schön. Perlu. Da benutze ich jetzt nur Stärke gegen Felino oder dass es reinkommt. Stärke und Schaufler gegen Perlu. So, dann hätten wir diesen Kampf gewonnen. Sehr schön. Groudon war aber kein Problem. Das wollte ich jetzt nicht. So, ich setze einen Superschutz ein. Wo haben wir einen Superschutz? Sehr schön, okay. Gut. Wie gesagt, ich will noch einen Glurak haben. So, der nächste Gegner. Und der hat einen Reptin. Hier setzen wir Flammenwurf ein. Ist ein One-Shot, sehr schön. Come out. Da setze ich auch Flammenwurf ein. Okay, ich dachte schon, ich hätte... Nio, da bleibe ich safe drinnen. Glutex, da wechsle ich raus. Ich brauche nicht greedy sein. Ich muss nur safe spielen. Herzfestival 35. Netzball. So, das war's. Pyroberg wollt oder ist schon im nächsten Raum die TM Spukball, was es normalerweise wäre. Nein. Schade. Dann lassen wir es mal, würde ich mal sagen. So, gut. Dann fliegen wir noch nach Segrasolb City. Gut, in diesem Part haben wir Team Aqua vertrieben. Haben endlich einen Glurak gleich, mein Lieblings-Pokémon. So, Level 36, komme Glurak. Dürre mit Flammenwurf von Glurak. Richtig cool. Da bin ich auch noch auf die Fähigkeit von Glurak gespannt. Die ist ja auch wieder anders. Statt Rauchwolke. Gut, zeig mir, welche Feuchtigkeit schützt gegen Selbstzerstörung. Kein Finale Explosion hilft gegen dich. Ist sogar irgendwie nützlich vielleicht. So, was kannst du denn so alles? Barschnabel. Nein, kannst du fliegen wenigstens. Die Attacke bringe ich ihm sofort bei gegen Raserei. Läuterfeuer brauche ich nicht. Delegator vielleicht. Nein. Bringen wir einen Pokémon Delegator da. Big Dictry vielleicht. Die können wir ja immer kaufen und warum nicht? So. Sternschauer. Nein. Hornattacke. Die bringe ich sogar dick drüber ein, dass es irgendwie Flug-Pokémon treffen kann gegen Lehmschelle. Stachelspore? Nein. Komprimator? Nein. Wer könnte denn theoretisch Läuterfeuer? Nein. So. Agility vielleicht für irgendein Pokémon. Ariados? Nein. Das passt schon. Sehr gut. So. Surfer vielleicht noch für Glurak? Wenn wir wollen, aber übertreiben brauchen wir auch nicht. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat der Park gefallen. Danke fürs Zusehen. Bis dann.